So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt noch Zeit für eine Aufnahme. Und dann werde ich mal anfangen müssen, die ganzen Dinge hier zu encoden. Ich habe festgestellt, gerade auch, dass these plants are Duskmoon vine. My powers can unseal the path. Okay, dann der Weg. Das Spiel mal wieder. Ne? Du brauchst das und das, um den Weg freizuschalten. Ist mal wieder interessant. Zu sehen. Also, ich habe gerade mal in die Aufnahme reingehört und gehört, dass meine Stimme mit meinem aktuellen Mikrofon-Setting und so ein bisschen weird klingt. Ich muss mir irgendwann mal bei Gelegenheit, wenn ich das Geld habe, ordentlich das Mikrofon und Gedöns besorgen. Oh. Okay, ansonsten nichts hier. Ja, ich muss die ganzen Videos encoden, weil ich nehme ja, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, verlustfrei auf. War der falsche Gegner? Lebt der noch? What the fuck? Okay. Den roten Blumen folgen. Okay. Kann ich ja nicht durch. Okay. Ich nehme an, das ist so eine später Peter Nummer. Yeah.
Gleich sind meine Magiepunkte wieder voll. Au. Oh. Diese fliegenden Viecher machen echt böse Angriffe, Mann. Wow, 1400. What the? What is this? Okay. Okay, das war jetzt noch nicht geplant. Immerhin mein Engelskelch. Da hat sich der Weg schon gelohnt. Kriegen wir gerade Schaden? Ist hier keine Karte? Okay, ich würde sagen, das ist on purpose. Okay, dann gehen wir erstmal dahin, wo wir hin sollen. Lol. Deshalb das mit den roten Blumen. Lol. Das sind verschiedene Eingänge zum gleichen... Oh mein Gott. Das ist ein Labyrinth. Careful! It's the enemy! We cannot delay!
together to defeat this threat! No, I am in true! That was easy! Ich kann hier wirklich gar nichts sehen. Ich kann noch nicht mal rauszoomen oder so. Aber es scheint eine feste Karte zu sein. Oder auch nicht. Folge den roten Blumen, aber hier sind keine roten Blumen. Komme ich jetzt wieder da raus? Ja. Moment. Hier rechts war ich vorhin schon, glaube ich. Okay, never mind. Oh Gott. Und das bei meiner Orientierung. Hä, ist das nicht das? Wenn ich links rausgehe, komme ich jetzt. Ja, genau. Okay, dann gehen wir mal links. Und geradeaus. Du willst mich verarschen, Spiel, oder? Hier waren wir, glaube ich, gerade eben. Das sieht natürlich auch noch alles ähnlich aus. Weil ich das Spiel aber nicht lustig machen will. Wir hier schon? Okay, ich muss, glaube ich, anfangen, mir Notizen zu machen. Und eine Karte zu zeichnen. Moment. Dieser Shift? Yay! Wir laufen noch mal raus. Oder auch nicht raus. Noch mal an den Anfang, damit ich mir das aufzeichnen kann. Also hier ist die Anfangskreuzung. Dem Stern. Dann ist hier so eine Viereckskreuzung. Gehe ich hier mal links. Dann kommt hier auch so eine Viereckskreuzung. Das heißt, wenn ich jetzt links gehe, bin ich wieder da unten. Da verbinden sich die zwei hier.
heißt, wir müssen hier erstmal links und geradeaus. Und da kommen wir wieder in eine Viereckskreuzung. Warte mal, ich bin jetzt hier links und geradeaus. Und dann kommen wir wieder in eine Viereckskreuzung. Oh Gott, hoffentlich ist die Karte nicht so groß. Wenn ich jetzt hier links gehe, komme ich wieder hier raus. Ist das so ein Theme oder so? Einmal, zweimal. Ich muss nochmal geradeaus gehen. Okay. Skill Gameplay mit dem Stift in der Hand. Wieso gab es am Anfang keine roten Blumen? Komm her, du Mistfee. Und wie soll ich das jemals wiederfinden? Hier sind Grabsteine. Wow, echt? Hier sind Grabsteine. Echt? Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Wer hätte sowas gedacht, dass hier Grabsteine sind? Holy shit. Okay. Ich glaube, die Leute hier sind besonders gesprächig. Oh, das ist ja cool. Ich will auch so ein Haus. Mano. Klopf, klopf. Okay, die sind alle nicht besonders gesprächig. Thank you.
Willst du mir nichts verkaufen? Warum? Oder soll ich erst mit dem Ältesten, Elfen-Ältesten reden, bevor die irgendwas mir verkaufen? Die reden nicht mit mir. Was hier cool gewesen wäre, ist, wenn die da andere Farben für die Blumen reingemacht hätten. Der redet nicht mit mir. Okay. Dann laufen wir erstmal hier rum, gucken uns um. Schauen, was es hier so gibt. Diesmal wenigstens nicht mit jedem Einzelnen quatschen. Die reden ja sowieso nicht mit mir. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich keine Elfe bin. Aber ich sehe fast wie eine Elfe aus. Vom Badeanzug mal abgesehen. Bringt nichts. Sie hören uns nicht zu. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Elfen so sturköpfig sind. Dahinter muss noch mehr stecken. Ja, die sehen uns vielleicht nicht oder so. Wer weiß. Ah, hier waren wir schon. Glaube ich zumindest. Ja. Boah, das sieht so cool aus. Hätte ich gerne in einer richtig schönen, modernen und schicken Grafik die Stelle hier. Das ist so schön gemacht. Kaktusfratz! Yay! Was war die Belohnung vom letzten Mal? Gelegentliche zweifache Erfahrungserhöhung. Okay. Wie unhöflich. Ausgerechnet mir schenken die gar keine Beachtung. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Sie sind immer so gehässig. Remember, you were very young when you were taken to Wendell. I should not be surprised. Oh! Are you the Elfin Elder? How did you get here? I hope that nothing dire has happened to His Eminence, the Priest of Light. In truth, I cannot imagine he would allow you to travel this far without reason. Your help. Oh,
You are the ones chosen by Fairy herself. When the Priest of Light put up a barrier to protect Holy City Wendell, he used forbidden magic. It came with a terrible curse. Now he has fallen to an incurable illness. I see. I did not think I would ever hear tell of the Priest of Light again. It must be Laran and Shayla's will from the world beyond. Papa and Mama? Yes, my child. Dividing their families caused Laran and Shayla much pain. Humans and elves are forbidden to marry. His Eminence and I were against the union, afraid that it would shorten their lifespans. But their love was more important to them than our laws. Shayla left Dior and eloped with Laran. Once I saw their happiness, I reluctantly relented. After a time, they had you, Charlotte. Though they departed this world thereafter, your parents did not regret their decision. To assuage his guilty conscience for abandoning his son, His Eminence swore to raise you, his granddaughter, in Laran's place. That is when you left Dior for the Temple of Light. And to avoid future tragedy, I sealed Dior away from humans. We two agreed that only elves were to know where to find this settlement. Feels bad. Leave her be. Regarding the issue of His Eminence's illness, I'm afraid there is nothing I can do with the mana of the world so depleted. In the end, it sounds like our only hope is to get the Sword of Mana and ask the Goddess of Mana to heal him. Sir, Fairy is helping us to find the elemental so that we can open the portal to the Sanctuary of Mana. Can you please tell us where we can find the Woodstone? There is a mana statue in the northwest of Lampbloom Woods. If you borrow Luna's moon powers at night, the Lampblooms should let you through. Charlotte! I know. Grandpa and Heath would laugh at how dumb I'm being. We gotta get that mana sword so I can save Heath and Grandpa. Until then, I won't cry anymore. I won't. I'm doing fine. Wee-wee, now let's go find the vast elemental. Thanks for everything, Mr. Elder. You have grown so much, Charlotte. Best of luck. Okay. Scheint, als wenn Charlotte eine Halbelfe ist oder so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber, oder zumindest die Nachkommen eines Halbelfen. Reden die auch mit mir? Interesting. Muss ich halt alle erstmal anquatschen. Was hat er gesagt? Elfen leben wesentlich länger als Menschen. Damit Shiora heiraten konnte, mussten sie geheime Magie einsetzen, die sie in ihren Menschen verwandelte. Dafür kürzt diese Magie nicht nur die Lebensdauer des Elfen, sondern auch die ihrer Partner. Das ist ziemlich tragisch. Okay. Ja, das ist uncool. Es sind Gott sei Dank nicht ganz so viele NPCs, die ich anquatschen muss, um zu gucken, ob die mir irgendwas geben, schenken, was auch immer.
Er will immer noch nicht mit uns reden. Du beschützt den Holzstein, obwohl ich leider sagen muss, dass wir seit 1000 Jahren nicht mehr hier gesehen haben. Was wir finden? 1000 Jahre. What the fuck? Mir egal, was unser Ältester sagt, dieses Gespräch ist beendet. Okay. Menschen sind hier nicht sehr beliebt. Nicht mehr der Freundlichkeit. Was Menschen? Wieso? Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die du siehst. Ich habe nur zur Göttin des Mana gebetet, damit sie uns eine sichere Weiterreise beschert. Sollen wir los? Ja, gleich. Nachdem ich shoppen war. Bro. Welcome. Come, take a look. Oh mein Gott. 4, 2, 4, 5. Vier, fünf, zwei, zwei. Seitenschleife. Ein Kostüm, sind das zwei verschiedene Sachen? Always good to have a spare. Okay. Ich glaube nicht, dass das ein Ring ist oder so. Zwei, vier, drei, eins. Okay. Take a look. Come again. Ich frage mich, warum es so wenig Ringe gibt in dem Spiel. Findet man nur ganz seltsam. Ganz selten. To have a spare. I'll make use of this. Good work. Always good to have a spare. This is useful. Was? Ich wollte kaufen, nicht verkaufen. Oh mein Gott, ey. Und so ein Trottel. Oben links. Welcome.
Take a look. Thank you. Always good to have a spare. Thank you. Come again. War irgendwo eine goldene Statue in der Nähe? Bin mir nicht mehr sicher. Egal. Schlafen wir mal eine Runde. Wie in den meisten Städten hat mir keiner was gegeben. Oh, wie sehr das Surface sieht mit der anderen Beleuchtung doch schon gut anders aus. Abends ist es deutlich schöner. What a horrible fate for elves and humans in love. It's so sad. For now, we should head to the mana statue. Easy clap war das. Ja, das habe ich gesehen. Und ich laufe in die falsche Richtung, das habe ich auch gesehen. Oh, this must be the mana statue the elder mentioned. Das ist die Mana Statue, da habe ich mir noch gespeichert. I have never seen this plant. Oh, but it smells divine. I believe this is the path you seek. There you are. Would it be all right for me to take one of these flowers with me? I do so love the smell. Ist bekloppt.
should work together to defeat this threat. Elements. Ups, falscher Knopf. Dezenter Overkill eben. Ich glaube, es sind im Leuchtblüten, weil 2 sonst noch irgendwas gibt. Irgendwelche Geheimnisse oder so, die man da finden kann. Unter Garantie. Das wäre so typisch Square Enix. Beziehungsweise damals noch Square. Yay, ich habe es auch endlich geschafft. Nur das mit dem Feuerball muss man noch ein bisschen warten. Was ja ein bisschen strange ist, dass wenn ich das committed habe, dass es keinen Yay-Sound oder so gibt, sondern machst einfach klack klack und das war's dann so. Frag mich immer wieder, ob ich das wirklich beschädigt habe oder nicht. Okay, hier gibt es scheinbar tatsächlich nichts Besonderes. Aber da oben steht garantiert eine Kiste. Und da kommt, glaube ich, auch gleich ein Bossfight. Oh, Kaktus, Fratz. Yay. Da drehe ich nach einem Bossfight. Jo. Er ist schon tot. Ich würde den gern mal aufschalten spielen. Und die Viecher hier respawnen doch garantiert im Kampf. Verarsch mich doch nicht. Das eine Bein kam sofort zurück. What the fuck?
Okay, das scheint 0 zu machen. Also Erdmagie macht dem so gar nichts aus. Das wollte ich jetzt nicht. Ey, das Targeting geht mir gerade auf den Keks. Das macht auch ganz gut Damage. Ich weiß jetzt noch nicht, was an dem mehr Schaden macht. Ach. Der sieht so knuffig aus. Wie so ein Stofftier. Am grünen, keine Ahnung, so ein Knuddelstofftier. Yay, fast 38. You're the most in touch with mana power. Besides, you're still strong after getting stuck inside that weird plant monster. You'll definitely be able to help us. We need you. Are you certain? Yes! Come with us, Dryad. We need you. You're too kind, and I don't deserve it, but I will do my best to help you all.
Oh. That's our eighth elemental, right? Let's hurry and call for Vuskov. It's so that we can get a ride to Oblivile. We don't have much time left. This is probably our last chance. What's Oblivile? Oblivile is the island where mana energy from all corners of the world converges. In the past, when the magic used to control the mana stones was sealed away, the whereabouts of Oblivile were erased from everyone's memories to further protect the world. Oh, but don't worry, it's still there. Ich war sogar schon da. When I used the last of the mana power in the sanctuary to get to this world, I appeared in the sky above that island. Okay, let's hurry. Kontermagie, wirf einen magischen Angriff auf einen Verbündeten zurück. Es Waffen eines Verbündeten MP absorbieren. Du sagst Holzmagie, Schaden absorbiert MP. Okay. Also Ausdauer. Nur das Portal zum Heiligtum. Ich habe das Gefühl, bevor ich das machen will, will ich tatsächlich noch zwei Level grinden, damit ich Full Power da reingehe, sozusagen. Es kann natürlich sein, dass das Spiel hier noch eine Menge Spielstunden danach hat. Aber I'm not too sure about this. Hatte ich nicht irgendeinen Gegenstand, der Erfahrungspunkte Dingens erhöht? Hallo, hier. Auf der anderen Seite, das hier zu benutzen, ist halt doof, weil man hier echt ein ganzes Stück immer laufen muss, um Gegner zu finden. Alter, die Viecher da, diese Bienen sind mega nervig, Mann.
Oh lol, da ist noch eine Kiste. Oh. Dass dieser Dings da AOE-Schaden macht, ist übel, Mann. Zwar keinen großen Umkreis, aber... Wow. Oh, hier gibt es noch einiges an Punkten offen. Was schaust du von? Goddamn. Dass der Magieangriff abwehr beim kritischen Treffer sinken. Die Frage, mit was können wir das ersetzen? Magie, Angriff und Abwehr. Ja, das ist das, was ich gedacht oder gemeint habe, weshalb upgraden, weil dann haben wir nämlich alle unsere Slots tatsächlich zur Verfügung. Was halt einfach mal mega cool ist. Wo kann man eigentlich sehen, dass ich diesen Keks da gefuttert habe und wie lange der hält?
Erhöht vorübergehend, erhöht Erfahrung vorübergehend um 15%. Oh, unten links in der Ecke. Ups. Egal. Das war natürlich jetzt hochintelligent gerade. Hochintelligent war das. Boah. Da bin ich richtig auf mich selbst stolz zu. Hallo, respawn. It is unwise to get in our way. Stay focused. Here we go. Alter. Verpiss dich, du blödes Vieh. Ja, get fucked. Alter. Hier, get fucked. Ich hoffe, wir bekommen jetzt hier flott Response. Ich sehe auch gerade, uhrzeittechnisch muss ich jetzt auch so langsam aufhören aufzunehmen.
Baby Hands. Okay, die 5 Minuten für den Dings habe ich auf jeden Fall noch. Hier ein bisschen doof, dass hier so wenig Gegner sind. Wirklich. Ich will wechseln. Falsche Taste. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, das war gerade total Overkill, da das Ding noch reinzuschmeißen. Aber gut, ist dann halt so. Alter. Spiel, wirklich. Come on. Was ich mich gerade frage, wie war denn das? War hier an der Stelle überhaupt so ein Dingens? Wie heißt die denn? War hier überhaupt so ein Magiestein? Ich bin gerade verwirrt. Nee, ne? Wir sind hier ja nur wegen dem Elementar hergekommen. Okay, ich wüsste gerade gerne mal, ob das eben die Zeit angehalten hat, unten links. Oder ob das weitergelaufen ist. Die Respawn-Range hier ist ganz schön allgemein, da muss man ganz schön laufen. Ich meine, gut, manchmal ist es echt gut, aber... Können wir mal schauen, Yep. Da hast du echt recht. Ja, das macht ordentlich Damage. Bisschen mehr als der hier, glaube ich sogar. Aber der hier macht AOE-Damage.
threats. We have earned a rest. Don't get cocky. Ja, die Antwort eben war echt gut. So, don't get cocky. Ich krieg aufs Maul so as if. So als ob. What? Bin ich denn eben so schnell gestorben? So. Wir haben 10% für... Ah, ich habe 2 von diesen Keksen. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch... noch mal 10 Minuten Zeit habe. Weil ich werde jetzt noch einmal durchlaufen. Und den muss ich leider ausmachen. Und ich werde noch ein, zwei Mal durchlaufen müssen, um die 38 zu erreichen. Und dann muss ich an einen der... Ah, ich muss gerade kratzen. An einen der Steine laufen müssen. Alter. Dieser Angriff dieser Bienen ist so nervig. Nicht nur, dass er stark ist, sondern er macht auch noch... oder relativ stark. Er macht auch noch Stun. Sind gleich 38. Wenn es etwas Nerviges in Videospielen gibt, dann ist es der Selbstverlust oder der Verlust über die Kontrolle des eigenen Charakters. Und dabei noch richtig heftig was auf die Fresse kriegen. In die richtige Richtung? Nein. Ich wollte eigentlich gerade zum Strand zurücklaufen und da speichern. Aber gut, ist dann halt so. Soll ja auch nicht schaden. Habe ich halt 3 Gegner mehr platt gemacht. Ist hier im Moment quasi genau das, was ich machen will. Von den Mädels könnten es tatsächlich schaffen, 38 zu werden, bis da unten gelaufen bin, glaube ich. Alter.
Ja, das meine ich. Das Unterbrechen und dass ich im Moment gesandt bin und in der Zeit nichts machen kann. Kein Fuck. Ja. Ist knapp. Könnte aber passen. Ja, das müssen die packen, aber, oder zumindest bald packen, aber ich brauche noch ein paar tausend Erfahrungspunkte wegen dieser einen Schiffsepisode, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt auch schon gepackt. What? Also. Ausbildung. War das? Was haben wir bei einem kritischen Treffer den Angriffswert zu senken? Ja, das ist ja. Alles nochmal bei Gelegenheit durchkommen. Wobei ich finde, so Dinger sind eigentlich echt gut so als zusätzliches Add-on. Aber gut. Super, müssen wir noch eine Person auf 38 bringen und dann sind wir durch. Stunde 19, gute Zeit. Ich danke euch allen, die auch bei dieser Aufnahmesession wieder durchgehalten haben und fleißig geschaut haben. Bis zum nächsten Mal und ciao!